Los. Teste meinen Morgenstern. Verteidige dich. So, okay. Okay, Sly Taylor. Verteidige dich. Sly Taylor, so. Eddie Brown. Hat jetzt auch ein paar Keuche mit bei. So, Edward Creek. So, der braucht auf alle Fälle hier seine Heilkräuter. Hier, Andrew Creek. Ey, das ist eine Zwergenfamilie anscheinend. Es geht doch. Okay, so. Mit Luke Creek. Der kann sich hier noch die letzten zwei Pfeile holen, die in der letzten Runde erfolgreich gebaut wurden. Komm und teste meinen Morgenstern. Komm, schlag die Zwerge. So, machen wir es mal so. 3, 3, 3. Dann passt das. Komm und teste meinen Morgenstern. 3. So, und die können natürlich dann halt ihre Skills weiter verbessern. Siehst du, es geht doch. Okay, was stand hier noch? Robin, kannst du nochmal lesen? Bitte ganz kurz. Das königliche Zepter. Das königliche Zepter ist ein wunderschönes Objekt. Es ist jedoch vor allem das Symbol der königlichen Autorität über die Untertanen. Ohne das Zepter wird Prinz John es schwer haben, sich als rechtmäßiger Herrscher Englands zu behaupten. Ach, perfekt. So sollte es auch sein. Yes. Okay, 3-3-3. Hätten wir. Perfekt, perfekt, perfekt. Gut, jetzt gucken wir mal hier. Oh. Ein Transport nähert sich und die Männer des Sheriffs plündern ein kleines Dorf im Wald. So, dann nehmen wir erstmal den Transport. Die Späher berichten von einer Gruppe Soldaten, die eine Kutsche eskortieren. Ja, gut, dann nehmen wir die und dann ziehen wir weiter. Komm und teste meinen Morgenstern. Okay, der hat ja hier Dingsbums-Skills. Der hat ja diese Skills des Zwillenschießens. Verteidige dich. Ach, Eddie Brown. Ach, der gammelt hier noch mit ab. Ach so. Natürlich müssen wir den damit hinbringen. 3-3-2. Siehst du, es geht doch. Okay, ist ja eigentlich auch Schnuppe. Okay, dann haben wir auf alle Fälle hier ein gutes Team. Verteidige dich. Mit Haufen Leuten. Und können nochmal F1 drücken. Oder speichern sogar im Lager. Jo, dann machen wir es so. Okay. Verteidige dich. Und möchten Sie die Mission starten? Aber natürlich wollen wir das. Es sieht so aus, als würde diesen Männer die neuesten Gelder transportieren, die der Sheriff gestohlen hat. Damit können sie zum Lösegeld Richards beitragen. Na, das ist doch mal lieb von denen, oder? Ach, scheiße, das ist wieder ein Pferd. Was war das? Was? Wir brauchen Verstärkung. Ich frag mich immer noch, wie man ein Pferd ausschaltet. So. Okay, Robin, du kannst erstmal in die Knie gehen. Robin. Nein, lieber nicht. Na doch! Oder hat dein Orthopäde was anderes gesagt? Okay, so. Das sind ganz schön viele hier gerade. Okay. Ich muss mal was testen. Schande!
Höher! Angriff! Alter, was? Angriff! Das müsste man hier irgendwie so blocken können, so selber blocken können. Bereite dich, teste meinen Morgenstern! Ich spüre gar nichts. Gemeiner Fußsoldat! Na, also wir wissen zumindest schon einmal, dass man nicht Dingsbums kann. Komm und teste meinen Morgenstern. What the fuck, Alter, was ist denn das? Und zwar, man kann auf alle Fälle nicht so ohne weiteres den... Komm und teste meinen Morgenstern. Den Typ mit der Zwille runterballern. Das geht nicht. Das finde ich sehr merkwürdig. Komm und teste meinen Morgenstern. Ich spüre gar nichts. Nimm das. Scarlet, du hast doch eigentlich was gelernt gehabt, oder? Hast du überhaupt gelernt, Junge? Du hast doch mittlerweile Kampf 3. Da müsstest du doch eigentlich auch so ein... Komm und teste meinen Morgenstern. Ich spüre gar nichts. Gemeiner. Jetzt habe ich auch noch mein Hemd verdreckt. Yes. Okay. Also, den so totzuschlagen, das finde ich natürlich nicht so toll, aber kann man den nicht runterballern? Was höre ich da? Komm und teste meinen Morgenstern. Kein Plan, ob das geht. Werden wir jetzt erstmal hier anderweitig die Leute umhauen. Und zwar mit Edward Creek, und dann holen wir noch seinen Bruder mit. Was war das? Komm, schlag dich zwar an. Oh. Hey, du da. Oh. Der hat eine Lanze! Komm und schlag dich, Zwerg! Nimm das! Ich spüre gar nichts! Angriff! Nimm das! Ich spüre gar nichts! Das geht nicht. Man kriegt hier nicht so ohne weiteres so einen Typen weg. Das ist... So, hier könnten wir maximal einen Typen abseilen. Was ist das da? Scheiße. Okay. Dann weiß ich vielleicht doch noch einen Weg. Was höre ich da? Keine Bewegung! In Deckung! Sie haben Bögen! Kommt, die Bogen schützen nach hinten! Ja. Lass die Fußsoldaten nach vorne! Er gibt dich! Nun gut, en garde! Kommt, schlag dich, Zwerg! Erreiche dich auf den Tod vor! Hey! Was macht er da? Mit wem kämpfe ich denn jetzt überhaupt? Das ist doch einfach arg! Ah, okay. So. Man konzentriert sich hier extrem darauf, die Leute da zu schlagen, aber es ist... So. Robin. Keine Bewegung! Dich kriege ich! Du kannst mich nicht besiegen. Bleib auf der Stelle! Warte! So, das ist jetzt bloß die Frage.
Bereite dich auf den Tod. Ist da jemand? Ich spüre Gas. Hey du, wer bist du? Ich willst spüre wohl gar sterben? Nichts. Ich spüre gar nichts. Stehst du wohl auf? Okay. Hey du, wer bist du? Nun gut. En garde. Du hast keine Chance. Nun gut. En garde. Blöd, Mann. Du hast kein Talent. Hab ich gerade. Moment. Jetzt muss ich nochmal Review passieren lassen. Und zwar, haben wir gerade Robin in den Sack damit eingesperrt? Und deswegen ist er aus unserer Liste verschwunden? Noch nicht. Ich nehme das jetzt mal so als ja guten. So ist mal was Extravagantes. Ich möchte jetzt mal nicht schnell speichern, sondern wir nehmen das jetzt einfach mal so als gegeben hin. Versuchen wir jetzt noch den Rest. Es gibt hier einen Platz zu kriegen. So. Hier nochmal runter. Ich werde jetzt dem gleich den Auftrag geben, sich selber zu schützen. Hier. Halt! Dir werde ich zeigen! Dich! Es gibt Prügel. Sieh dich. Mach ihn her. Bleib auf der Stelle stehen. Soldaten, zum Angriff! Du wirst schon sehen. En garde. Komm. Die Bogenschützen nach hinten. Du hast komm. Hau ihn. Gib ihm. Ach, scheiße. Das ist doch richtig kacke. Das ist richtig kackjes. Alter. So. Okay, nehmen wir Eddie. Edward, Eddie. Eddie, der gute alte Eddie. So. Halt! Komm, schlag die Zwerge! Schläft er? Was macht denn der da? Komm zurück! Du bist Scarlet. Was macht der müde Feigling? Die Bogenschützen nach hinten. Er gibt ihn nun gut. Feinde! Hier. Und du willst ein Krieger sein. Nun gut, en garde. What? Feigling, die Bogenschützen nach hinten.